auch das nahebringen, wie das ungefähr ist, und der Schmerz nicht tritt. Impotenz. Obwohl, Vati, willst du Kinder? Ich trete einfach regelmäßig mal ein bisschen in die Eier, mal gucken, ob das ist ungefähr so gleichzustellen mit Schmerzen. Naja, Schmerzen ist es ja nicht, das ist nur ein richtig widerliches Drücken. Also, vergleichen kann man es jetzt nicht wirklich. Achso, ich kann ja auch die Raumnummer sagen. Ja. Jetzt haben sie beide einen erstellt. Raumnummer lautet 769 907. Ja. Oh. Die schwarze Seite 693 ist weit drin. Die schwarze Seite. Manche Leute haben eine Schokoladenseite und er hat eine schwarze Seite. Ist das ein Oreo oder so? What the? Ist okay. Nein. Okay, CPU. Was sind Bots, die man in CPU? Du kannst jetzt auch einen Controller mit schnappen und. Nee. Ich will ja Bots nicht spielen. Also, ich wähle zufällig, ne? Oder soll ich den neuen Charakter spielen? Ja, ich hab ihn halt nicht. Musst du noch verdienen. Mal wo nicht da so. Nicht was hin. Mach ich denn? Ja, du drückst ja irgendwie so ganz doof ins Bein rein, in Schienen rein. Das tut voll weh. Meinst du das hier? Ja. Das ist meine Kniescheibe, du Affe, die sich da bewegt. Ja, da wenn die. Wenn ich mein Knie bewege. Ja, wir schießen ja deinen Weg. Ey, nimm dir bloß eine Mimimi-Pforte, Alter. Gib mir mal eine. Warum kann ich wieder zu Mama rennen? Das muss jetzt trotzdem irgendwie. Was zum Fick? Ding Dong. Und was ist das jetzt? Ihr springt da wie dumme Elfen rum und verprügelt euch gegenseitig, oder was? Ja. Ja. Das würde jetzt Massenpenetration. Massenpenetration-Sache. Ich weiß halt nicht mehr, wie welche Angriffe gehen. It's a lot of penetration. Nein. Ich hab das nur gesehen, das Abbild. Ja, okay. Mein Teammate rasiert die einfach mal kurz anders. Tschüss. Tschüss. Ja, dead. Ich hole mal noch und noch mal keine Waffe. Achso. Oh, ups. Ich fixe mit Waffe. Dumme Fotze. Was willst du eigentlich? Ich hab niemanden von dir auf Innere. Was willst du? Ja! Ja, warum? Warum schreit sie jetzt auf einmal so? Ja! Ja, und was essen wir? Gar nichts. Trockenbrot. Wie fandest du jetzt Sarina schön Schmackofatz machen, weißt du? Schmackofatz? Was? Nee! Diese scheiß Zwiebelschnitzel will ich nicht! Okay. Reicht schon, dass ich einen hier hab, der stinkt wie ein Iltis. Hä? Willst du mich verarschen? Das kriegst du noch ungeheuert. Nee, Tschüss! Er ist doch voll langweilig, ich sehe hier gerade gar nichts. Ja, komm, scheiß drauf, die Runde ist für den Arsch. Nee. Ich bin zum Mobben, ist doch nicht. Ich mobb gerade. Wer mobbt wen? Was, wer mobbt wen? Ich mobb Fabi. Weil Fabi gerade gesagt hat, hör mal auf, ihn zum Mobben. Ich, das darf nur ich. Ja. Meine Pferde hat gesagt, du siehst den Wald vor lauten Schwänzen nicht. Ist okay.
Junge, Junge. Ding Dong Ling Dong hat mich ausgehauen, Alter. Ding Dong Ling Dong, Alter. Im Match, man wird von einem Asiaten vergewaltigt. Miese Prise. Wenn man nicht mal bei der Größe mithalten kann. Nein. Hallo? Ja, friss ein ganzes Magazin Ghost Hits, hast ja recht, Bro. Day. Nein, mir ist gerade ein Grind in der Nase aufgegangen. Das zwickt, das zwackt, das zwackt. Mir ist doch der eine oder andere Ball zu viel in die Fresse gefallen, Digga. Ah. Woo. Und macht Spaß, euch gegenseitig zu vergewaltigen. Ja. No. Cool. Komm dazu. Nein, danke. Auf noch eine Vergewaltigung für die nächsten 3 Tage kann ich definitiv verzichten. Ich habe gestern innerhalb von 19 Uhr bis 0.30 Uhr auf Gold in Arena hochgespielt. Das hat mir gereicht. Ich bin 2 Stunden fast am Verzweifeln gewesen. Ja, ich hau mir einfach schon. Ey, diese dumme Drecksfatze, ne? Wie soll ich dich eigentlich angesteckt haben? Ich küsse dich doch gar nicht. Du hast mich gestern angenießt. Nein. Doch. Nein. Gestern Abend doch. Nein. Doch. Nein. Gewiss habe ich dich nicht angenießt. Daraufhin habe ich zu dir gesagt, du willst ja nur, dass ich krank werde, und du hast gesagt, ja. Nein. Da. Nein. Da. Nein. Felari-Kämpfer, das Ende steht bereits fest. Vertraut darauf. Was willst du, du Flüchtling? Wegen dir gibt's doch erst den Hungerstreik in Afrika, du Fettbackel. Bist du abgeschoben, Flüchtling. Dach, Judas.
Der. Mein Handy. Das liegt auf dem Tisch. Das auf dem Tisch. Da, wo du das hingeschmissen hast, gestern. Sicher, dass ich das so? Ja, ich hab das nicht in der Hand gehabt. Ja, bis später, Mama. Ja, machen wir. Hörst du mich, Marcel? Sag Marcel halt die Fresse. Ich bin bereit.
Mir leckt's ab und so, ne? Trotz Host. Ich weiß, wie sich Philipp fühlt mit der Leitung. Hier frisst den Kaugummi. Oh, schade. Entspannt. Wenigstens gibt's Münzen. Dafür kannst du weniger einstecken. Das war's.
So, ich mache aber gleich was mit meiner Perle. Bevor ich zum Bewerbungs. Ah, doch. Vielleicht kann man ja heute Abend zocken oder so. Noch eine Runde. Dabei, ich muss später einmal zum Bewerbungsgespräch. Doch, ich arbeite immer noch, aber ich suche mal was Neues. Oder ich habe was Neues gefunden für deutlich mehr Geld. Also ich verdiene dann 3-4 Euro mehr als vorher. Vier, fünf habe ich, also. Okay. Die Sache, du kannst ja auch anfangen, andere Nationen hochzuspielen. Also mir ist das egal, zur Not schreibst du einfach, wann runtergeladen ist und dann hast du meine Nummer noch, ne? Ja. Nein, du bist ein Hurensohn, was das spielt, haben wir schon genug. Weil du nur so. Etwas besser. Spaps dauerhaft die Attacken. Müssen wir wieder Mortal Kombat spielen. Ich habe ein paar Materialien gefunden. Sorge für verstärkte Deckung. Ja, nee, das ist ja was anderes. Ja, was willst du? Knapp.
Ja, ich wurde gefragt. Na. Vielleicht krieg ich ja irgendwann mal einen von dir. Was? Irgendwo ist einfach. Hm? Ich krieg ja irgendwann noch einen von dir. Ja, wenn ich dabei bin, ich bin dabei. Wie soll jetzt kein anderes sein? Ne? Das muss harmonieren zwischen uns. Langzeitig. Erst dann. Lade meine Schilde auf. Ne, ist das wahr? Was bringt mir das denn, ne? Wenn wir das jetzt so machen? Und, wir sind doch schon verlobt, was willst du? Ja, verlobt sind wir. Achso, das habt ihr auch gar nicht mitbekommen. Ich bin verlobt. Ich hab einen Heiratsantrag bekommen. Ne? Da. Was macht eigentlich unser großer Caillou? Habe ich schon immer. Das kann man ja eigentlich auch mal so zeigen. Ja, später. Vielleicht sagt er auch, nee, lass das morgen nach Arbeit machen. Hm, möchte er morgen nach Arbeit hin. Ist Fabian da? Ich bin noch da. Alles gut. Mundfolge? Nee, hab ich nicht. Er guckt sich Wahldokus an. Digga! Ich guck mir gar nichts an! Nein, er hat sich damals so aufgeregt. Und ich finde ja, was das angeht, ein provokantes Stück Scheiße. So. Und ich habe ihn dann halt damit immer aufgezogen geärgert. Er hat sich immer drauf eingelassen, ist so ausgerastet, ist dann einfach so raus aus der Party, kam dann 2 Stunden später und sagst, na Fabi, hast du ja reagiert? Er so, ja, kam mal wieder rein und hast du gleich weitergemacht, na, mein Penis, und er ist wieder raus. Der Fabi hat gemocht. Was willst du, warum Lux? Ja, ich weiß, dass die Dinger schön sind, aber die können wir uns nicht halten. Nicht finanziell. Nicht mit dem, was ich krieg. Ja, übertreib mal komplett. Wird vielleicht gleich ein Königstiger oder so ein Kerl. Ja. Aber nicht so. Wie jetzt? Und so ein Vieh, ja. Yay, ich hab 2000 Schaden. Können wir uns nicht leisten. Ja, ich möchte auch ein neues Auto. Und neues Auto hat Priorität, bevor wir uns eine zweite Katze holen. Nee, das ist richtig, das ist wahr. Nein. Warum nicht? Weil wir uns ein Auto kaufen. Hallo, mein Geld. Ja, das ist unser Geld. Aber ich kann ein bisschen was von meinem Geld in eine schöne Katze. Darf ich mir dann hier einen dickeren Penis holen? Seht ihr so? Und du also entscheidest, dass ich auch nicht. Doch. Machen. Nein. Was? Hast du mich schon verstanden, was ich meine? Nein.
Mein Witz, um zu zeigen, boah Leute, guck mal, was ich für einen dicken Pimmel in der Hose habe. Dann möchte ich derjenige sein, der sagt, guck mal, was ich für einen dicken Pimmel in meiner Schublade habe. Nee. Ja doch, ey, du musst es ja auch. Was? Du musst ja gerichtet sein. Nein. Du holst einen Potenzverlängerer und ich hol mir einen Potenzverlängerer. Nee. Das macht ja gar keinen Sinn. Du hast Spaß? Ich hab Spaß. Oh, ja, weiß ich nicht. Sag die richtige, unser Rumreut, hast du so weh. Hä? Hab ich noch nie. Ja. Bist du behindert? Ja, Leon. Was hat denn jetzt mal Ex damit zu tun? Ja. Nicht Alter, den Pimmel könnte kein Mensch lutschen, der wird's verrecken.